Wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde, zu einem weiteren The Forest Update auf meinem Kanal. Ja, Freunde, Version 1.12 ist draußen. Wenn ihr nicht verpassen wollt, was alles neu ist, was das Update beinhaltet, dann bleibt einfach dran. Ich würde sagen, genug gelabert, Freunde, let's go. Viele von euch werden auf jeden Fall jetzt enttäuscht sein. Nein. Das Update beinhaltet keine neuen Gegenstände, Gegner oder irgendwas Neues in dem Sinne, sondern es ist ein reines VR-Update. Das bedeutet, sie haben sich nochmal komplett auf den VR-Modus die letzten Wochen konzentriert und haben eine riesengroße Anzahl an Fixes und Bugfixes vorgenommen und haben erstmal dafür gesorgt, dass auch wirklich der VR-Modus genauso wie der PS4 und PC-Modus jetzt richtig läuft und man ihn zumindest vernünftig spielen kann. Ich jetzt einfach mal ja, die komplette Liste quasi einblenden, die rausgekommen ist. Ihr seht einfach, dass jede Menge Fixes halt aber auch nur für den VR-Modus vorgenommen wurden. Leider habe ich keine VR-Brille, um jetzt die einzelnen Punkte zu testen oder euch zu zeigen oder zu zeigen, wie flüssig jetzt der VR-Modus läuft. Aber alle Leute, die eine VR-Brille haben oder aber auch einfach sich denken, okay, jetzt teste ich den Modus dann doch nochmal aus, er war echt nicht so geil. Testet ihn jetzt nochmal, es wird auf jeden Fall jetzt viel besser, viel flüssiger laufen von Anfang bis Ende des Spiels und auf jeden Fall ist die Möglichkeit jetzt da, dass man halt auch den Modus richtig spielen kann, aufnehmen kann, Let's Playen kann, wie auch immer für andere YouTuber und das ist eigentlich auch das große und ganze Update und das ist quasi jetzt Version 1.12. Allerdings lässt uns das doch hoffen, oder nicht? Einerseits, ja, Freunde, enttäuscht mich das Update auch ein kleines bisschen. Ich habe gedacht, wow, neues Update, jetzt kommt wieder was Großes. Aber nein, seid nicht enttäuscht, weil andererseits seht es positiv. Ihr wisst auf jeden Fall, die Macher von Endnight sitzen immer noch an The Forest, verbessern das Spiel und sitzen wirklich noch an Updates und an Bugfixes etc. Das bedeutet auf jeden Fall, es könnte noch die Hoffnung bestehen, dass Neues kommt und auch viel Neues noch kommt in Richtung von anderen Updates. Ich würde auf jeden Fall sagen, Freunde, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare, gebt ein Däumchen nach oben. Ich habe sofort Gas gegeben, alles wieder für euch zusammengefasst, rausgesucht und geguckt. Mehr kann ich euch leider auch nicht sagen, als lasst uns hoffen, dass auf jeden Fall nochmal Neues kommt. Jetzt kann man es auf jeden Fall. Und ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert. Verpasst nichts mehr. Seid beim nächsten Video mit am Start. Und ansonsten würde ich sagen, macht es gut, meine lieben Freunde. Haut rein. Bis zum nächsten Video. Ihr seid die beste Community überhaupt. Peace.